Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. In der letzten Folge haben wir in Al-Dur Zaar ein wenig aufgeräumt. Eine Quest mussten wir leider doppelt machen, ihr erinnert euch ja dran. War ein bisschen nervig, aber wir haben es hinter uns und ja, wir hatten jetzt noch eine Quest abzugeben. Beziehungsweise noch zwei weitere anzunehmen. Einmal Befehlskette. Gut gemacht, Gnome, doch brecht euch beim auf die Schulter klopfen nicht den Arm. Sie werden diese Aufseher im Nu ersetzt haben. Alles klar, einmal einen Stopfkopf. Lederbrust, Kettenfüße und Plattenbrust mit Ausweichen. Oh, okay. Das wäre eigentlich gar nicht mal so übel. Würde uns auch einen gelben Sockel geben. Gibt uns mehr Stärke, weniger Rüstung, mehr... Ja, gut, nicht unbedingt mehr Ausdauer. Aber es würde uns auch Waffenkunde nehmen und ein wenig Ausweichen. Ich würde sagen, wir nehmen das mal nicht. Das bringt uns am meisten Gold. Das hier, okay, das können wir verkaufen. Wunderbar. Keine Wanze. So, meine Freundin, es ist an der Zeit, eine Wanze zu platzieren. Beruhigt euch, es ist nicht wirklich eine Wanze, aber es wird unseren Zwecken dienlich sein. Im nördlichen Bereich von Al-Dur Zaar versklaven die leeren Beschwörer des Kults dämonische Lakaien. Benutzt diese Route, um den Körpern dieser versklavten Lakaien die dunkle Materie zu entziehen und dann benutzt ihren Beschwörungskristall, um unseren kleinen Spion zu erschaffen. Bis er entdeckt wird, wird unser Bote unsere Augen und Ohren sein und ganz diskret die Handlungen unseres Gegners überwachen. Alles klar, und brauchen wir Informationen? Der Kult der Verdammten ist dafür berühmt, grandiose Pläne auszuarbeiten, die letzten Endes allerdings selten erfolgreich sind. Diesmal allerdings scheint es anders zu sein. Vielleicht ist es die Nähe zum Lichtkönig, die ihre Inbrunst angefacht hat. Was immer es auch ist, sie scheinen selbstbewusster denn je. Wir müssen herausfinden, was ihren Eifer befeuert und dieses ganz schnell unterbinden. Ich glaube, dass der Schlüssel dazu ihre Forscher sind. Findet heraus, was sie im Schilde führen und berichtet mir dann. Eine Gruppenquest mit drei Leuten, okay. Mal gucken, ob wir das alleine schaffen. Also die Dreier-Quests, die sind ja eigentlich soweit ziemlich easy machbar. So, wir müssen einmal Richtung Norden. Wegen den Quests hier muss ich mal gucken. Wir sind vor allem gleich Level 80. Ich finde das ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich sein soll. Aber wie gesagt, auch wenn wir jetzt weiterziehen werden nach Vashir. Übrigens, dazu komme ich aber erst später. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet, ob wir nach Vashir oder nach Hyal gehen sollen und jetzt muss ich mal gucken, ich habe hier so einen schlauen Zettel. Ich habe hier sogar noch mehrere schlaue Zettel. So, für Vashir waren 10 Leute und für Hyal 8. Das heißt, wir werden erstmal nach Vashir gehen. Keine Sorge für die, die Hyal sehen möchten. Ich hatte ja schon oft genug erwähnt, beziehungsweise ich habe schon oft genug erwähnt, dass wir auf Level 90, nachdem wir die ganzen Questgebiete von Mists of Pandaria durchgequestet haben, nochmal die großen alten Gebiete nachquesten werden. Das heißt, nach Hyal werden wir auf jeden Fall gehen. Wir werden auch in Eiskrone die restlichen Quests erledigen. Wird halt ein bisschen schneller gehen als jetzt, aber Hauptsache wir kriegen halt die ganze Story hier mit. Ich hoffe, das ist ein guter Kompromiss für alle, weil es ist vor allen Dingen auch ein guter Kompromiss für mich, weil ich eigentlich diese ganzen Gebiete hier durchquesten möchte. Nur aktuell jetzt mit dem Leveln geht das halt nicht wirklich. Das ist ein bisschen blöd. Und ich mag jetzt auch nicht das Let's Play künstlich in die Länge ziehen. Für die, die jetzt nur bis Level 90 schauen möchten, die schauen sich das halt nur bis Level 90 an. Und der harte Kern quasi, der dann hier den Rest von der World of Warcraft mitnehmen möchte, der kann sich dann gerne auch alles andere angucken, was danach noch kommen wird. Wie gesagt, wir werden noch ewig weiter questen. Es gibt noch so viele Questgebiete hier. Zum Beispiel in den Sturmgipfeln waren wir noch überhaupt nicht. Im heulenden Fjord waren wir überhaupt nicht. Das ist genauso mit den Gebieten von Cataclysm. Wir werden hier einmal in Vashir questen. Danach wird es weitergehen nach keine Ahnung wohin. Ich habe das jetzt gar nicht im Kopf. Also es wird auch im Add-on Cataclysm einige Gebiete geben, die wir entweder gar nicht oder nicht ganz questen werden können. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Dementsprechend Eiskrone Level 80, ja, werden wir, denke ich, erstmal weiterziehen. Vielleicht machen wir die Quests hier um das Schattengewölbe noch fertig. Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt mal gucken. Auf jeden Fall, was müssen wir jetzt hier machen? Einmal dunkle Materie. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was ich machen muss. Dunklen Boden beschworen. Schöpft dunkle Materie von der Leiche eines versklavten Lakaien. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier versklavte Lakaie gibt. Hier gibt es keine. Okay. Brauchen wir ihn? Nein. Übler Folterer brauchen wir auch nicht. Okay. Mal gucken. Vielleicht sind die hier oben. Auf jeden Fall müssen hier irgendwo diese Seuchenkessel sein. Lebendiger Hilfsarbeiter. Versklavter Lakai. Lehrenbeschwörer. Okay, bin ich gerade ein bisschen doof?
Sind das hier die Kessel, die wir, nee, oder? Das sind... Okay, das ist was ganz anderes. Jetzt bin ich ein wenig überfragt. Kann sein, dass die hier auf der oberen Ebene sind. Das kann sein, dass die hier auf der oberen Ebene sind. Schattenkanalisierer. Versklavter Lakai. Sag mal, bin ich ein bisschen blöd? Tassarian an Bord der Himmel, sodass ihr fünf dunkle und in Aldotar einen dunklen Boten beschwört. Dämonische benutzt diese Routen, um den Körpern dieser Versklavten die dunkle Materie... Ah ja, okay, das sind tatsächlich diese Leerwandler hier. Müssen wir das irgendwie... Darf das sterben? Fähigkeit ist noch nicht bereit, okay. Müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, das müssen wir auf die Leiche anwenden. Hoffe ich zumindest. So, mal gucken. Tatsächlich, okay. Fünf Stück und dann... Einmal einen dunklen Boten beschwören. Einmal eine dunkle Materie. Ja, das geht ja flott. Das geht ja flott. Das geht ja easy going hier. Dann machen wir das einfach ganz flott. Wie gesagt, Stufe 80. Geht's nach Vashir? War auf jeden Fall eine faire Umfrage, finde ich. Mir persönlich ist es eigentlich mehr oder weniger egal, wo wir questen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Entscheidung euch mal überlassen. Einfach das... Ja, einfach, dass ihr auch mal was zu entscheiden habt im Let's Play. Wie gesagt, Hyal werden wir dann auf jeden Fall nachholen. Ist auch ein wunderschönes Questgebiet, absolut. Da habe ich nie irgendwas dagegen gesagt. Nur eben jetzt noch nicht auf 80. Das kommt dann später einfach. Das ist aber, glaube ich, kein Problem, weil... ob wir das jetzt auf Stufe 80 oder auf Stufe 90 machen, macht für mich, ehrlich gesagt, keinen wirklichen Unterschied, weil... Gut, vielleicht irgendwelche Gegner können wir ein bisschen schneller töten und die Quests geben keine Erfahrung, aber auf Stufe 90 brauchen wir dann eh keine Erfahrung mehr. Von dem her soll uns das eigentlich mehr oder weniger egal sein, finde ich. Würde ich jetzt mal so sagen. Und von dem her hoffe ich, dass jetzt eben alle mit dieser Regelung, sage ich mal, einverstanden sind. Ist jetzt für mich persönlich auch die beste Lösung. Ich mag jetzt, wie gesagt, diese Questgebiete nicht... außen vor lassen. Vor allen Dingen in Eiskrone, das habe ich ja schon oft gesagt, das ist einfach super gemacht hier und ich möchte das eigentlich bis zur Eiskronen-Zitadelle weiterführen, dass ihr hier quasi die ganze Quest um Arthas mitbekommt. Ich werde dann, denke ich, später, wenn wir dann mit den Folgen anfangen, ich denke, das wird so um Folge 300, 350, also so in 2-3 Monaten, denke ich, soweit sein. Haben wir jetzt alle? 4 Stück. Nee, haben wir nicht. Ich denke, das wird so in 2-3 Monaten der Fall sein, dass wir Stufe 90 erreicht haben. Und danach werden wir eben hier die Quests erledigen. Nachträglich. So. Wie können wir den... Wo müssen wir das denn jetzt machen? Ein dunkler Bote beschworen. Muss ich hier nochmal ganz kurz gucken. Ich bin heute ein bisschen blöd. Bis er entdeckt wird... benutzt die Route um den Körper... Und dann benutzt ihr ihren Beschwörung, um unseren kleinen Spion zu erschaffen. Okay, müssen wir das hier vorne machen? Ich bin nicht in einen Kampf verwickelt. Was soll das denn? Kommst du mal mit, mein Freund? Ja. Ich glaube, das müssen wir hier machen, wo diese Sonne am Boden ist. Oder was das hier darstellen soll. Sieht auf jeden Fall nett aus. Einmal Auto-Attack und einmal auf dich drauf. Nee, ist zu nah. Okay. Jo, dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt eigentlich gleich Stufe 80 erreichen. Das werden wir, denke ich, in der Folge auf jeden Fall noch machen. Beziehungsweise schaffen. So, dalla. Schauen wir mal. Nee, wie machen wir das denn? Müssen wir das tatsächlich da unten irgendwo machen? Hier so? Ach, hier wahrscheinlich. Alles klar. Ah ja, tatsächlich. Jetzt greift uns aber die Schwarzwache des Kults an. Schaffen wir das noch zeitig? Tatsächlich, dunkler Bote. Alles klar. Dann haben wir die Quest auch erledigt. Wunderbar. Looten wir ihn mal. Alles klar. Jetzt brauchen wir die Seuchenkessel. Die befinden sich hier hinten auf der Plattform. Beziehungsweise da unten auf der Plattform. Genau, da hinten haben wir die Seuchenkessel auch schon. Sadala. Schau mal, dass wir das ohne möglichst
ohne viel Kämpfen schaffen. Wobei, die zwei können wir eigentlich mal rannehmen. Das ist ja kein Problem. So, wir müssen Proben nehmen und die Seuche neutralisieren. Okay. So, einmal können wir vielleicht bitte... Ah ja, haben wir schon. Okay, blaue Probe genommen. Dann nehmen wir die grüne Probe noch. So, alles klar. Und dann nehmen wir die violette Probe noch, beziehungsweise die dunkle Probe. Ja, dann kommst du halt mal ran, ist ja kein Problem. Jetzt stehen wir hier aber vollkommen im Gift. Vielleicht sollte ich mich zwischendurch mal heilen. Mit Siegesrausch. Alter, was die hier rauskotzen, Wahnsinn. So, wir haben gleich ein Level Up, wunderbar. So, einmal die dunkle Probe nehmen und Seuchenkessel neutralisieren. Ach so, das ist da unten. Okay, das war diese Elite-Quest. Die schaffen wir sowieso nicht. Dann würde ich sagen, können wir die Quests eigentlich mal abgeben. Oder wollen wir hier erst im Schattengewölbe die Quest abgeben? Weil da sind wir ja auch direkt. Ich würde sagen, dass wir die Quest dann... Das ist da oben, oder? Genau. Dass wir die Quest nicht annehmen, die er uns gibt, weil wir werden jetzt mit den drei Quests auf jeden Fall das Level abschaffen. Und ich habe dann jetzt eh noch gleich was ganz anderes vor. Der ein oder andere hat das vielleicht im Inventar schon gesehen. Da so in der Gegend, da bin ich gerade so am Sammeln und ja, so ein bisschen was für Weihnachten und so, ne? Mal gucken, was mir da noch zu einfällt. Ich mag jetzt auf jeden Fall erstmal das Zeug dafür einsammeln. So, das ist unser Flugmeister, alles klar. Und wo geben wir die Quest ab? Die geben wir da hinten ab, okay. Das Schattengewölbe. Schön, dass ihr zurück seid. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier alle Hände voll zu tun. Einmal ein Schmuckstück mit Willenskraft, mit Angriffskraft und mit Tempo. Ja, das ist eher was für die Ds, ne? Nehmen wir trotzdem mal das hier. Stufe 80, sehr schön. Wie gesagt, die Quest nehmen wir jetzt erstmal nicht an. Heroische Dungeons freigeschaltet, sehr gut. Und meisterhaftes... das können wir eventuell noch fix in Sturmwind lernen. Das wollte ich ja sowieso machen. Die Seelenschmiede Grube von Saron. Okay, okay, okay. Ah, ich muss noch so viele Instanzen aufnehmen. Dungeon freigeschaltet. Eieieiei. Da haben wir noch einiges zu tun, liebe Freunde. Da haben wir noch einiges zu tun. Ja, das meisterhafte Reiten werden wir, denke ich, fix zusammen erlernen. Und wir haben den Titel Kreuzfahrerin Merrily erlernt. Oh. Wieso haben wir das denn erlernt? Ach, das ist wahrscheinlich von den anderen Charakteren noch. Okay, wir können jetzt zum Beispiel hier Kreuzfahrerin vor unserem Namen setzen. Wollen wir das machen? Ja, wir sind ab jetzt Kreuzfahrerin Merrily. Das sieht doch gut aus. So sieht man's. Muss auf einem dunklen Hintergrund sein. Ja, ist doch ganz nett. Ist auf jeden Fall ganz nett. So, gehen wir noch fix die zwei Quests ab und dann wird's ab nach Sturmwind gehen, wo wir noch fix das 310%ige Fliegen erlernen. Komm auf den Punkt. Keine Wanze! Das habt ihr gut gemacht, Kriegerin. Der Bote hat uns bereits einige wertvolle Informationen zukommen lassen. Alles klar, einmal einen, ja, Stoffschultern. Dann haben wir Lederhände, dann haben wir Kettenhände, Plattenbeine mit Ausdauer und Int und eine Taille mit Stärke, Ausdauer und Ausweichen. Da haben wir aber auch was aus einer Instanz, das ist ja, deutlich besser als unseres, wobei es, ja, diese eingeweihte Sprenger von Aldotar, die würden uns halt noch Ausweichen geben. Ob sich das auszahlt, dass wir ein bisschen Rüstung und Stärke hergeben und dafür Ausweichen nehmen? Weil Crit brauchen wir als Tank eigentlich nicht unbedingt. Ich würde sagen, einfach ohne nachzudenken, ausrüsten. Die Quest werden wir nicht mehr annehmen. Gehen wir noch fix zu Chefingenieur irgendwas runter. Geben die Quest noch ab und dann geht's ab nach Sturmwind. So, einmal hier unten. Zalala. Möchtet ihr was Besonderes kaufen?
Kann nicht reproduziert werden. Was habt ihr da genommen? Einmal ein unterteiltes Fläschchen, bitteschön. Bolzenschlüssel schüttet den Inhalt des Fläschchens in seinen Tetrahydropartikelanalysierer. Was wir hier sehen, ist nichts weiter, als dass diese Flüssigkeit kein Gemisch bilden kann. Alles klar. Das werden wir später machen. Wir brechen jetzt mal diese Quests hier alle ab. Die kriegen wir ja dann alle hier auf der Himmelsbrecher wieder. Brauche mehr Informationen, alles klar. Und eine Bitte an den Bewahrer. Das hier bei der Ärztin Liliandra Zugrang. Oh ja, Liliandra. Das mit Liliandra machen wir auch irgendwann anders. Alles klar, wir haben soweit hier erstmal alles erledigt. Wir sind Stufe 80. Wir gehen jetzt mal ganz fix nach Sturmwind, erlernen das schnelle Fliegen. Und dann werde ich mich mal so ein bisschen um Weihnachten kümmern. Vor allen Dingen fehlt da noch was. Der ein oder... Wow, was war das für ein Leck? Der ein oder andere... Quest angenommen, eine persönliche Einladung. Sprecht mit Narad, dem Erdsprecher in... Ja, die nehmen wir jetzt einfach mal an. Das werden wir dann aber später uns durchlesen. So, einmal hier hinter zum Flugmeister. Und dann geben wir jetzt mal ordentlich Gold aus. So, grüß dich, Bralia. Einmal meisterhaftes Reiten, bitte. Dankeschön. Sodala, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich gerne auch einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Ciao.